Hallo, ich bin die Claudia Biene. Ich arbeite hier in Leipzig in der ehemaligen Baumwollspinnerei, einem sehr großen Künstlerareal. Und nach Oldenburg schicke ich diese Skulptur. Jetzt steht sie noch innerhalb von ihresgleichen aus der Serie Between the Tides. Mich interessieren dabei ganz natürliche Prozesse, ganz einfach, zum Beispiel das Wachsen. Ich versuche, Zustände darzustellen, die wir im Grunde nicht wirklich einfangen können, sondern es ergibt sich etwas und letztendlich setzt der Besucher diese kleinen Partikel in seinem Kopf selbst zusammen und strickt sich daraus ein Muster. Was könnte es denn sein? Stecke ich das in den Wasserkontext? Ist es etwas Natürliches, was aus dem Wald kommt? Ist es eine Art Schnee? Ist es ein Zustand? Oder was für ein Wesen ist es? Ein Tier, eine Pflanze? Ganz verschiedene Dinge, die nicht unmittelbar geklärt werden, die wirklich rätselhaft bleiben dürfen und hier den Betrachter zum Staunen bringen sollen.